Vergrößern verkleinern MotoGP-Weltmeister Marc Marquez drehte einige Runden im Toro Rosso. Urheberrecht Getty Image. Seit Jahren dominiert Marc Marquez die MotoGP. Jetzt hat der Spanier sein Motorrad gegen ein Auto getauscht. In Spielberg testet er einen Formel-1-Boliden. MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat sein Motorrad gegen einen Formel-1-Boliden getauscht. Punkt. Der Spanier, viermaliger Champion in der Königsklasse, durfte am Dienstag auf der Rennstrecke in Spielberg, Österreich. Und die Geschwindigkeit, mit der man die Kurven nehmen kann, sind beeindruckend, sagte Marquez, 25, nach seinen ersten Runden, aber meinen Nacken spüre ich jetzt schon. Unter anderem waren Red Bull Motorsportberater Helmut Marko, der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda und der frühere Rennfahrer Mark Webber wie hunderte Fans auf den geöffneten Tribünen dabei.